Will you state your full name, please? Franz von Papen. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen werde. And will withhold and nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. Mr. Dan. Geben Sie bitte dem Tribunal in kurzen Zügen eine Darstellung Ihres Lebenslaufes, insbesondere von dem Zeitpunkt ab, in dem Sie in die Politik eintraten. Bei einer kurzen Schilderung meines Lebenslaufes werde ich nur die Punkte hervorheben, die wesentlich sein werden für die Beurteilung des Gerichtes über meine Persönlichkeit, insoweit sie nämlich von Einfluss auf die Gestaltung meines Lebens, meiner politischen Auffassung geworden sind. Ich bin geboren auf einer Scholle, die seit 900 Jahren im Besitze meiner Familie ist, in den konservativen Grundsätzen aufgewachsen, die den Menschen aufs Engste mit seinem Volk und dem heimatlichen Boden verbinden. Und da mein Geschlecht seit 1000 Jahren immer eine feste Stütze der Kirche gewesen ist, bin ich selbstverständlich auch in dieser Tradition aufgewachsen. Als der zweite Sohn meiner Eltern wurde ich für die militärische Laufbahn bestimmt. Mit 18 Jahren wurde ich Leutnant in einem Kavallerieregiment und ich durchschritt die übliche Laufbahn der Berufsoffiziere. I don't think you gave us the date of your birth. Geben Sie bitte Ihr Geburtsdatum an. Nein, das Datum meiner Geburt ist der 29. Oktober 1879. Can you put it in English? In English and German. You told us that you had gone into a cavalry regiment at 18. Wesentlich für meine Entwicklung. Es liegt wohl ein Übersetzungsfehler vor. Mit 18 Jahren ist der Angeklagte eingetreten. Nicht 1918, sondern mit 18 Jahren. I said so. Wesentlich für meine Entwicklung ist sodann meine Vermählung mit der Tochter des saarländischen Industriellen, des Geheimrats von Boch. Denn die Verwandtschaft dieser Familie hat mich mit zahlreichen französischen und belgischen Familien zu einer intimen Kenntnis der geistigen und kulturellen Faktoren dieser Nachbarländer geführt, die damals einen lebhaften Eindruck auf mich machten. Es ist schon seit dieser Zeit, seit 1905, dass ich die Überzeugung gewann, wie falsch eine gewisse politische Einstellung sei, dass Frankreich und Deutschland verurteilt seien, einander ewig als Feinde zu betrachten. Ich empfand, wie viel beide Völker sich gegenseitig zu geben hätten,
wenn Ihre friedliche Entwicklung nicht gestört würde. In den folgenden Jahren absolvierte ich die Kriegsakademie und ich wurde 1913 nach fünfjähriger Vorbereitung in den Generalstab übernommen. Ende 1913 wurde ich auf Befehl seiner Majestät des Kaisers zum Militärattaché in Washington und in Mexiko ernannt. In dieser Eigenschaft habe ich im Sommer 1914 das USA-Expeditionskorps begleitet, das nach Veracruz geschickt wurde, infolge des Flaggenzwischenfalls von Tampico. In Mexiko überraschte mich der Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Bis Ende 1915 verblieb ich in meiner Stellung in Washington. Dieser Abschnitt ist von einer einschneidenden Bedeutung für mein politisches Leben geworden. Unser mit legalen Mitteln geführter Kampf gegen die einseitige Belieferung unserer Feinde mit Kriegsmaterial führte zu einer heftigen Polemik und Propaganda. Diese von der Feindseite genährte Propaganda suchte die militärischen Attachés Deutschland mit allen Mitteln zu verdächtigen, illegale Akte, insbesondere Sabotageakte, organisiert zu haben. Nachdem ich Ende 1915 die United States verlassen habe, habe ich leider niemals versucht, diese falsche Propaganda richtig zu stellen. Aber diese Propaganda hat mich verfolgt bis in die 30er Jahre, ja bis heute. Und sie hat mir ihren Stempel aufgedrückt. Denn noch nach 1931 stellte beispielsweise, um nur einen Fall zu nennen, die Lehigh Valley Company vor der Mixed Claim Commission die Behauptung auf, ihr Claim an das Deutsche Reich von 50 Millionen Dollar sei gerechtfertigt, weil ich, der deutsche Militärattaché, eine Sprengung verursacht hätte, die im Jahre 1917 stattfand, zwei Jahre nachdem ich die Vereinigten Staaten verlassen hatte. Ich erwähne dies, Herr Präsident, weil diese Propaganda mich mit Titeln beehrt hat, wie Master Spy, Chief Plotter und anderen schönen Namen. Weil diese Propaganda den Untergrund bildet für die Beurteilung meiner Persönlichkeit, die ich 1932 gefunden habe, als ich in das öffentliche Leben eintrat.
Yes, Dr. Jock. Herr Zeuge, wir waren vorhin stehen geblieben bei der Bildung der öffentlichen Meinung über Ihre Persönlichkeit. Bitte fahren Sie in Ihrem Lebenslauf fort. Ich hatte gesprochen von der Propaganda, die anlässlich des Ersten Weltkrieges in den Vereinigten Staaten mit meiner Person getrieben wurde. Man hat sich in der Tat nie die Mühe gegeben, nachzuprüfen, ob diese Beurteilung falsch oder richtig war. Das, was ich in jenen Jahren aktiv leisten konnte, nämlich, dass ich gegen Sabotage aufgetreten bin, dass ich gegen den U-Boot-Krieg gekämpft habe, das ist niemals bekannt geworden. Diese Propaganda der öffentlichen Diffamierung erreichte ihren Höhepunkt in einem 1941 in New York veröffentlichten Pamphlet mit dem schönen Titel The Devil in Top Hat. Es gibt alle diese Märchen wieder, kritiklos und fügt neue hinzu. So hat sich eine sogenannte öffentliche Meinung über mich gebildet, die, wie ich glaube, ein vollkommenes Zerrbild meines Charakters, meiner Ansichten und vor allem meiner Motive in der Zeit von 32 bis 45 darstellt. Ich bitte das Hohe Gericht, sich dieser psychologischen Zusammenhänge zu erinnern, wenn ich versuchen werde, nun ein wahrheitsgetreues Bild meines Denkens und meines Handelns zu geben. Nach der Rückkehr nach Deutschland 1916 habe ich meine Pflicht als Soldat, als Bataillonskommandeur und als Generalstabsoffizier im Kriege in Frankreich getan. 1917 wurde ich zum Chef der Operationsabteilung der Heeresgruppe Falkenhayn in der Türkei ernannt. Als Falkenhayn abberufen wurde, 1918, wurde ich Chef des Generalstabes der 4. türkischen Armee bis zum Waffenstillstand. Vielleicht darf ich hier mit zwei Worten einer Episode erinnern, nachdem so viel Schlechtes über mich in der Welt gesagt wird. Eine Episode, die ergibt, dass ich etwas Nützliches habe tun können für die Menschheitsgeschichte. Am 8. Dezember 1918 ist es mir nach harten Kämpfen mit dem deutschen und dem türkischen Hauptquartier gelungen, Falkenhayn zur Räumung von Jerusalem zu veranlassen. Diese Stadt ist nicht beschossen und nicht zerstört worden von der englischen Armee aufgrund dieses Entschlusses. The translation came through to me, I thought, 8th of December 1918, that meant, must have been 1917. No, 18, my lord, 18.
8. Dezember 18. Als ich im November 18 dann mit Atatürk über den Abtransport der deutschen Truppen verhandelte, erreichte uns die Nachricht vom Zusammenbruch der deutschen Armeen und vom Thronverzicht des deutschen Kaisers. Diese Tatsache beinhaltete für mich nicht nur den Verlust des Krieges, eine ganze Welt war für mich zusammengebrochen. Das Deutsche Reich war aus einer tausendjährigen Entwicklung heraus zusammengebrochen. Und alles, woran wir geglaubt hatten, war in eine undurchsichtige Zukunft getaucht. Ich entschloss mich, aus dieser Zäsur die Konsequenzen zu ziehen. Nach Deutschland zurückgekehrt, erbat und erhielt ich den Abschied von der Armee. Ich zog in meine Heimat, wo ich einen bescheidenen landwirtschaftlichen Besitz pachtete. Dort war ich auf traditionellem Boden und widmete mich den heimatlichen Aufgaben. Alsbald haben meine bäuerlichen Freunde mich mit der Verwaltung ihres Gemeinwesens betraut. Sie wählten mich zum Ehrenbürgermeister und sie entsandten mich 1923 in das preußische Parlament. Als ich hierzu aufgefordert wurde, entschloss ich mich, nicht der Rechten der Deutschnationalen Partei beizutreten, sondern der Mittelpartei des Zentrums. Und für diesen Entschluss war meine Überzeugung maßgebend, dass ich in dieser Partei sehr viel mehr für den Ausgleich auf sozialem Gebiet zu tun vermöchte als bei den Konservativen. Gleichzeitig vertrat ja diese Partei auch die Grundsätze einer christlichen Staatsauffassung. Die 8 Jahre, während denen ich dem Parlament angehörte, waren erfüllt von Kämpfen um die innere Gesundung und Stärkung der Deutschen Republik. Innerhalb der Zentrumspartei habe ich die konservativen Auffassungen meiner landwirtschaftlichen Wähler vertreten. Ich war bestrebt, diese Partei, die in Preußen mit der Linken koaliert war, auch für eine Koalition mit der Rechten zu gewinnen. Damit wollte ich einen Ausgleich schaffen, helfen, in den Spannungen, aus denen eigentlich der Nationalsozialismus geboren war. In diese Zeit fallen auch meine Bestrebungen, die Diskrimination Deutschlands durch zahlreiche Bestimmungen des Versailler Vertrages zu beseitigen. Und zwar auf dem Wege einer besseren Verständigung
mit dem französischen Volke. Ich wurde Mitglied des deutsch-französischen Studienkomitees. Ein Komitee, das von dem luxemburgischen Großindustriellen Meyrisch gegründet, eine große Zahl hervorragender Männer beider Länder umfasste. Engere Beziehungen und Aussprachen verbanden mich auch mit den Veteranenverbänden beider Länder. Auf der französischen Seite mit dem bekannten Führer der Gueule Cassé, dem Colonel Picot. Ich nahm regen Anteil an den Kongressen deutsch-französisch-katholischer Kreise, die in Paris und Berlin veranstaltet wurden. Alle diese Bemühungen galten dem Ziele, den europäischen Frieden auf die Basis einer tieferen Kenntnis und Zusammenarbeit unserer beiden Länder zu stellen. Diese meine Erkenntnis wurde noch verstärkt, seitdem ich 1929 in das Saargebiet übergesiedelt war, das damals bekanntlich unter internationaler Kontrolle stand. Als 1929 der Jönck-Plan von Deutschland angenommen wurde, habe ich Herrn Stresemann gebeten, mit Monsieur Briand eine Regelung der Saarfrage ohne Abstimmung zu arrangieren, weil ich immer der Ansicht war, dass eine freimütige beiderseitige Regelung dieser dornigen Frage weniger Ressentiments und mehr Gemeinschaftsgeist hinterlassen würde als die Entscheidung eines auf beiden Seiten mit Passion geführten Wahlkampfes. Leider kam es nicht dazu. 1930 setzte dann die große wirtschaftliche Weltkrise ein, welche Sieger und Besiegte gleichmäßig in ihren Bann zwang. Deutschlands neue demokratische Form war einer solchen Belastung nicht gewachsen. Und unter dem immer zunehmenden wirtschaftlichen Druck und zunehmender innerer Spannung kam es im Frühjahr 1932 zur Bildung des Präsidialkabinettes Papen. Hier beginnt die politische Entwicklung, über die Rechenschaft abzugeben vor diesem Hohen Gericht, ich erfreut bin. Und ich darf hier eine Bitte an das Hohe Gericht anknüpfen. Das Hohe Gericht hat verfügt, dass die Angeklagten sich kurz zu fassen haben, weil der Angeklagte Reichsmarschall Göring die Geschichte des Nationalsozialismus vollständig vorgetragen habe. Ich bitte zu berücksichtigen, dass ich
hier nicht für den Nationalsozialismus spreche. Meine Verteidigung wird die des anderen Deutschlands sein. Und die Reichs bei der Vernehmung des Zeugen ist es notwendig, auch des Näheren auf die Ereignisse und die Reichskanzlertätigkeit des Zeugen im Jahre 1932 einzugehen. Die Anklage erstreckt sich auf die Zeit ab 1.6.32, dem Zeitpunkt der Ernennung des Herrn von Papen zum Reichskanzler. Die Anklage sieht in der Amtsführung des Reichskanzlers eine Wegebereitung für die Regierung Hitler. Die Verteidigung wird darlegen, dass die Regierung Papen konsequent ein neues, von den Ideen der NSDAP vollständig unabhängiges Programm verfochten hat. Ein Programm aus den eigenen politischen Grundanschauungen Papens, denen dieser auch in der Folgezeit treu geblieben ist. Da die Anklage... It isn't proper for counsel to make a statement of that sort. You must elicit the evidence from the witness by questions, and the questions ought to be questions which are not leading questions, which do not suggest the answers. You are now telling us what the witness is going to say. We want to hear it from the witness. Herr Präsident, ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir diesen Zeitabschnitt, der vor 1933 liegt, auch behandeln müssen. Und bitte um ein gütiges Verständnis. Wir werden dafür... We haven't attempted to stop you from giving the evidence, from eliciting the evidence. Ask the witness. But you mustn't state the facts yourself. Wollen Sie, Herr Zeuge, dem Gericht erklären, wie die Lage in Deutschland war, als Hindenburg Sie am 1. Juni 1932 berief, ein Präsidialkabinett zu bilden? Bevor ich diese Frage beantworte, bitte ich, My Lord, mir zu erlauben, als einer der letzten Kanzler des Reiches über die von mir geführte Regierung eine kurze Erklärung abzugeben. Ob und inwieweit die Schachter des Gerichts nach unserem Erachten mit der Souveränität des Reiches und seiner verschiedenen Regierungen vereinbar ist, wird später von einem anderen der Herren Anwälte dargelegt werden. Wenn die Anklage meine Tätigkeit als Kanzler des Reiches im Jahre 32 behandelt, so nehme ich an, dass dieses geschieht, um ein historisch wahrheitsgetreues Bild der Entwicklung zu erhalten und eine Beurteilung über meine Gesamtpersönlichkeit. Aus diesem Grunde werde ich zu der Anklage dieses Abschnittes Stellung nehmen. Indessen muss ich hier mit aller Entschiedenheit erklären,
dieses Kabinett von 1932 hat nach bestem Wissen und Gewissen regiert. Im Rahmen der Verfassung und des dem Reichspräsidenten zustehenden Notrechtes. In einer Zeit schwerster innerer und wirtschaftlicher Depressionen. Es ist historische Tatsache, dass die Regierungstätigkeit meines Kabinetts auch nicht den leisesten Verdacht eines Verbrechens im Sinne der Schachter rechtfertigen würde. Diese Feststellung, mein Lord, glaube ich schuldig zu sein, der Integrität meiner Ministerkollegen und vor allem der Integrität des Reichspräsidenten, des Feldmarschalls von Hindenburg, dieser letzten großen historischen Figur Deutschlands. Was Ihre Frage anbelangt, Dr. Brüning, mein Vorgänger im Amt, war von uns allen hochgeschätzt und mit hohen Erwartungen begrüßt. In seiner Amtszeit fällt die große wirtschaftliche Krise, die zollpolitische Absperrung durch das Ausland, Produktion und Handel fast völlig unterbunden, keine Devisen zur Beschaffung notwendiger Rohstoffe, zunehmende Arbeitslosigkeit, die Jugend liegt auf der Straße und die weltwirtschaftliche Krise führt zum Bankrott der Banken. Die Regierung ist nur möglich durch Notverordnungen, das heißt durch einseitige legislative Akte des Reichspräsidenten. Die Arbeitslosenunterstützung hat leere Kassen gemacht, ist unproduktiv und ist keine Lösung. Zufolge der großen Arbeitslosigkeit nehmen die radikalen Parteien zu. Die politische Zersplitterung des deutschen Volkes erreicht einen Höhepunkt. Zur letzten Reichstagswahl treten 32 Parteien an. Gewiss hatten wir alle nach dem Kriege gehofft, nun eine ordnungsmäßige Demokratie in Deutschland aufbauen zu können. Die englische Demokratie war unser Vorbild gewesen. Aber die Weimarer Verfassung hatte dem deutschen Volk eine Fülle von Rechten gegeben, die nicht seiner politischen Reife entsprachen. ...1932... war es längst klar geworden,
dass die Weimarer Verfassung den Fehler hatte, der Regierung eine viel zu geringe Autorität zu verleihen. Ich erinnere daran, dass Regierungsbildungen oft wochenlang sich hinzogen, weil alle Parteien an solchen Regierungen beteiligt sein wollten. In Preußen hat es seit 1919 die Sozialdemokratie regiert. Sie teilte sich mit dem Zentrum in die Besetzung der politischen Ämter in Preußen. Der Dualismus zwischen Preußen, dem größten der Länder, und dem Reiche war dauernd im Wachsen. Mein Wunsch, dass Brüning zu der alten Bismarckschen Konstruktion zurückkehren solle, als Reichskanzler zugleich Ministerpräsident in Preußen zu sein, nämlich um die Politik dieses größten Landes mit der des Reiches zu koordinieren, wurde von Brüning abgelehnt. Und in allen diesen Jahren, in den letzten Jahren, war nichts geschehen, um die immer mehr anwachsende Bewegung des Nationalsozialismus einzufangen, das heißt, sie in ein politisch verantwortliches Bett zu leiten. Dieser ganze politische Wirrwarr und die Erkenntnis, dass etwas geschehen müsse, um der Reichsregierung zu ermöglichen, zu regieren, sie unabhängiger von den Parteien zu machen, hat Hindenburg zu dem Entschluss gebracht, ein von den Parteien unabhängiges Präsidialkabinett zu berufen, das von Fachmännern geleitet war. Die Mitglieder dieses meines Kabinetts waren sämtlich Fachleute. Herr von Neurath war ein alter Diplomat, der Innenminister Geil ein alter Verwaltungsbeamter, der Landwirtschaftsminister war der Generaldirektor großer landwirtschaftlicher Genossenschaften, der Finanzminister war Ministerialdirektor in seinem Ministerium, der Eisenbahndirektor Elz war Präsident einer Eisenbahndirektion gewesen und so fort. Brachte nun die Absicht, autoritär zu regieren, einen Kampf der Parteien zu Wege? Der Feldmarschall Hindenburg hatte ein sehr großes Vertrauen in Brüning gehabt. Aber er hat es ihm nicht verziehen, dass es Brüning nicht gelang, für die 1932 stattfindende Wiederwahl Hindenburgs als Reichspräsident die Parteien
der Rechten zu gewinnen, welche Hindenburg im Jahre 25 zum ersten Mal gewählt hat. Damals nämlich war Hindenburg gegen den leidenschaftlichen Widerstand der Linken und des Zentrums gewählt worden. Jetzt, im Jahre 32, sollte er gewählt werden von eben diesen Parteien der Linken, die ihn bekämpft hatten, und gegen die Rechte, gegen den alten und großen Soldaten des Weltkrieges, wurde als Gegenkandidat ein unbekannter Soldat des Stahlhelms aufgestellt. Das hat den Feldmarschall natürlich tief geschmerzt. Ich darf darauf verweisen, dass bei dieser Präsidentenwahl 32 Hitler über 11 Millionen Stimmen schon erhalten hat. Das waren mehr als 30% der gesamt abgegebenen deutschen Stimmen für den Reichspräsidenten. Weshalb die Wahl des Feldmarschalls auf mich gefallen ist, als Reichskanzler, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass ich selbst nicht einen Finger dazu gerührt habe. Ich erzähle das, mein Lord, um der Anklage entgegenzutreten, die diese Kabinettsbildung als den Beginn einer Intrige und einer Conspiracy bezeichnet. Am 26. Mai 32 befand ich mich auf meinem Landsitz an der Saar. Dort wurde ich von Herrn von Schleicher, dem Wehrminister, angerufen und gebeten, nach Berlin zu kommen. Am 27. abends treffe ich in Berlin ein. Am 28. begebe ich mich zu Herrn von Schleicher. Herr von Schleicher sagt mir, es ist eine Kabinettskrise, wir suchen einen Kanzler. Er bespricht verschiedene Persönlichkeiten mit mir. Schließlich sagt er, der Reichspräsident möchte Sie haben. Ich bin auf das Höchste erstaunt und sage, wieso? Warum? Dann bitte ich mir eine Bedenkzeit aus. Am nächsten Tage bespreche ich die Sache mit meinen Freunden. Am 30. begebe ich mich wieder zu Herrn von Schleicher und sage ihm, ich habe mich entschieden, die Sache nicht anzunehmen. Herr von Schleicher sagt, das nützt Ihnen nichts. Der Reichspräsident wünscht es unter allen Umständen. Ich erwidere Herr von Schleicher, der Reichspräsident macht sich wahrscheinlich eine falsche Vorstellung
von den politischen Kräften, die ich ihm für diese Regierung mitbringen würde. Er glaubt wahrscheinlich, dass das Zentrum mich politisch unterstützen würde. Davon kann keine Rede sein. Am Nachmittag dieses Tages begebe ich mich zu dem Chef der Zentrumspartei. Ich frage ihn. Er sagt mir, Herr von Papen, nehmen Sie das Amt nicht an. Die Partei würde sofort in Opposition gegen Sie treten. Sage ich, danke Ihnen, das habe ich mir schon gedacht. Darauf begebe ich mich zu Hindenburg. Ich trage die Situation Hindenburg vor. Dann erhebt sich Hindenburg und sagt, ich habe Sie nicht gerufen, weil ich die Unterstützung irgendeiner Partei durch Sie haben will. Ich habe Sie gerufen, weil ich ein Kabinett von unabhängigen Leuten gründen will. Und dann erinnert er mich an die Pflicht, die ich gegenüber dem Vaterlande haben würde. Und als ich fortfahre zu widersprechen, sagt er, Sie können mich alten Soldaten doch nicht im Stiche lassen, wenn ich Sie brauche. Ich sage, nein, unter diesen Umständen werde ich Sie nicht im Stiche lassen und ich werde annehmen. Zum Beweise für die Auseinandersetzung. Colonel thinks that this might be dealt with in slightly less detail. In the facts could be stated with less detail. Wir werden uns danach richten. Zum Beweise für die Auseinandersetzung mit dem Zentrum verweise ich auf Dokumentenbuch 1. Dokument 1, Seite 1. Ich überreiche das Dokument 1 als Exhibit Nummer 1. Es ist Ihnen, Herr Zeuge, der Vorwurf gemacht worden, dass Sie gegen Brüning in irgendeiner Weise intrigiert hätten. Ist daran etwas wahr? In keiner Weise. Ich habe schon gesagt, dass ich Dr. Brüning persönlich überaus schätze und dass ich von dem Tage ab, seitdem Herr von Schleicher mich rief, also 3 Tage vor meiner Ernennung, niemals auch nur eine Idee gehabt habe, als Brünings Nachfolger gerufen werden zu können. Haben Sie mit Hitler vorher über die von Ihnen zu bildende Regierung gesprochen? Nein, das ist eine völlig falsche Unterstellung der Anklage. Die Geschichte der NSDAP von Volz, in der das gesagt wird, das ist das Dokument 3463 PS, ist eine rein private Arbeit und wahrscheinlich von Goebbels, seinem Ministerium, finanziert. Ich stelle fest, dass meine Regierungsbildung nach dem Wunsche des Reichspräsidenten durch ein fait accompli geschaffen werden sollte.
irgendeine Verhandlung mit irgendeiner Partei oder einem Parteiführer. Haben Sie auch nicht die Auflösung des Reichstages Hitler vorher zugesagt? Diese Feststellung der Anklage ist ebenso unwahr. Ich habe die Auflösung des Reichstages mit Hitler nicht vorher besprochen, denn der Reichstag ist am 4. Juni aufgelöst worden und ich habe Hitler zum ersten Mal in meinem Leben 5 oder 6 Tage später erst gesehen. Die Reichstagsauflösung an sich war selbstverständlich, weil die neue Regierung wünschte, ein Urteil der Wähler über den neuen Kurs und über das Regierungsprogramm zu hören. Welches waren die politischen Ziele Ihres Präsidialkabinetts? Bitte geben Sie dies in einzelnen Stichworten an. Das Zentralproblem, das uns beschäftigte, war das wirtschaftliche. Die große wirtschaftliche Not und die 1,5 Millionen unbeschäftigter Jugend. 6 bis 7 Millionen Vollarbeitsloser, 12 bis 13 Millionen insgesamt nur Halbbeschäftigter. Versuche der Vorgänger zu helfen mit rein staatlichen Mitteln sind unzureichend. Sie belasten die Finanzen und ergeben kein Resultat. Ziel meiner Regierung daher, Einsatz der Privatwirtschaft zur Lösung dieses Problems. Wir wünschten, den gesamten Produktionsapparat wieder in Ordnung zu bringen. Mit einem Einsatz von 2,2 Milliarden Mark wollten wir diesen Prozess in Gang bringen. Damit wollten wir im laufenden Jahre 1,75 Millionen Arbeiter in den Produktionsprozess bringen. Ein solches Programm wäre nicht mit den Parteien zu vereinbaren gewesen. Das politische Ziel war zugleich mit der Reorganisation der Wirtschaft, die stärkste der oppositionellen Parteien, nämlich die NSDAP, zur praktischen Mitarbeit heranzuziehen. Das war das Zentralproblem der deutschen Innenpolitik. Und es hatte sich ja ergeben, durch nationalsozialistische Regierungen in Thüringen, in Braunschweig und in Oldenburg, dass man diesen Versuch machen konnte, ohne der Gefahr umstürzender Bewegungen ausgesetzt zu sein. Ich konnte also hoffen, durch ein nationales und soziales Programm eine Tolerierung des Reichstages zu finden. Für die Erklärung der Regierung verweise ich auf Dokument
1, Exhibit Nummer 1, Seite 2 und 3. Sie sprachen von der Lösung des sozialen Problems als Hauptaufgabe Ihrer Regierung. Wollen Sie bitte kurz erklären, wie Sie das Problem betrachteten und wie Sie es zu lösen versuchten? Ich glaube, dass in keinem Lande der Welt das Problem Kapital und Arbeit in einer solchen Schärfe aufgetreten ist als bei uns. Als Folge von Überindustrialisierung mit Entfremdung von Grund und Boden. Der Grund ist bekannt, ich brauche darüber nicht zu sprechen. Aber einer der Gründe, die meistens übersehen werden, war die deutsche Inflation, die alles mobile Vermögen in Deutschland zerstört hatte. Diese Inflation hatte den Mittelstand und die Arbeiterschaft, die das Rückgrat der Nation bilden, um Ersparnis und Vermögen gebracht. Und sie hatte Arbeiter, Handwerker, Mittelstand proletarisiert. Gleichzeitig mit diesem sozialen Prozess in Deutschland war in unserem großen Nachbarlande eine neue soziale Ordnung entstanden. Die Ordnung der klassenlosen Gesellschaft und des totalitären Staates. Die demokratischen Mächte der Welt wehrten sich gegen den Export dieses Systems. Sie ergriffen Schutzmaßnahmen auf wirtschaftlichem Gebiete. Aber diese Schutzmaßnahmen, der New Deal und Ottawa, schwächten umso mehr die deutsche Position. I think the defendant must realize that this is all very familiar ground to the tribunal. It isn't necessary to restate it in detail. Ich wollte nur schildern, hohes Gericht, dass dieses soziale Problem ja der Untergrund der ganzen Angelegenheit ist, die sich hier historisch entwickelt hat. Die Frage des sozialen Problems ist gleichzeitig eine Frage der Entwicklung der NSDAP. Und aus dieser Beleuchtung heraus wollte dann späterhin der Zeuge noch hier Zustellung nehmen. Herr Zeuge, Sie haben vorhin erklärt, dass Sie mit Hitler vor der Regierungsbildung keine Fühlungnahme gehabt haben. Wann haben Sie Hitler zum ersten Mal gesehen und welche Abmachungen haben Sie hierbei getroffen? Ich sagte schon, dass ich Hitler zum ersten Mal am 9. oder 10. Juni gesehen habe. Diese Besprechung diente dem Ziel festzustellen, unter welchen Bedingungen Hitler bereit sein würde, meine Regierung zu tolerieren. Mein Programm enthielt so viele Punkte auf sozialem Gebiet, dass eine Billigung dieses Programms durch den Nationalsozialismus durchaus zu erwarten war. Hitlers Forderung für eine solche Behandlung des Regierungsprogramms war die Aufhebung des Uniformverbotes der SS. Das heißt,
die politische Gleichstellung seiner Partei mit anderen Parteien. Ich bin damals darauf eingegangen, umso mehr, als das Verbot der SS seitens der Regierung Brüning eine offenbare Ungerechtigkeit war. Man hatte die SS, die SA verboten, aber die uniformierten Verbände der Sozialisten und der Kommunisten, nämlich Rotfront und das Reichsbanner, hatte man nicht verboten. Der Erfolg meiner Zusage an Hitler war, dass Hitler sich verpflichtete, meine Regierung zu tolerieren. Ich möchte einen Fehlausdruck des Zeugen berichtigen. Er sprach von SS und meinte SA. SS gab es damals nicht. Ich verweise auf Dokument 1, Seite 3. Und zwar betrifft das eine Erklärung des Reichspräsidenten zu der Aufhebung des Verbots der SA. Der Reichspräsident weist darauf hin, dass er die Aufhebung unter der ausdrücklichen Voraussetzung dekretiert hätte, dass Gewalttätigkeiten in Zukunft unterbleiben würden. Er sagt weiterhin, dass er entschlossen sei, mit allen ihm verfassungsmäßig zustehenden Mitteln gegen Ausschreitungen jeder Art vorgehen würde, falls sich diese Erwartung nicht erfülle. Geben Sie, Herr Zeuge, eine kurze Darstellung Ihrer Bemühungen und über den Verlauf der Lausanner Konferenz im Juni 1932, die einen so großen Einfluss auf das Anwachsen der NSDAP hatte. Bitte mir zu erlauben, über diese Konferenz etwas eingehender zu sprechen, weil ihr Ergebnis in einem effektiven Zusammenhang steht mit dem ungeheuren Anwachsen der NSDAP unmittelbar hinterher. Diese Konferenz war bekanntlich lange vorbereitet. Sie sollte die Reparationen abschaffen. Aber ich bin nach Lausanne gegangen mit sehr viel weiteren Zielen und Hoffnungen. Denn die Beseitigung der Reparationen, das war sozusagen eine cause jugée. Was aber notwendig war, war die moralische Malaise Deutschlands zu beheben. Wenn Europa in friedlicher Ordnung seine Wohlfahrt wiederfinden sollte. Diese moralische Unzufriedenheit hatte mehrere Gründe. Deutschland war eine Second-Rate-Nation geworden. Es war wichtige Attribute seiner Souveränität beraubt. Keine Wehrhoheit, Rheinland ungeschützt, Korridor, Saargebiet und andere. Die wirtschaftlichen Zustände habe ich schon geschildert. Diese wirtschaftlichen und politischen Nöte hatten den politischen Radikalismus gefördert und die Extremisten nahmen bei jeder Wahl zu.
Wenn also eine Hilfe kommen sollte, so musste nicht nur die Reparationsfrage gelöst werden. Das war eine negative Hilfe. Es müsste eine positive, eine moralische Hilfe kommen. Mein Programm war die Wiederherstellung der Souveränität des Reiches. Erstens, es sollte der berühmte Paragraph 231 des Versailler Vertrages gestrichen werden. Es war der Paragraph, der die Alleinschuld Deutschlands am Kriege feststellte. Die Historiker aller Länder hatten längst festgestellt, dass wir nicht die Alleinschuldigen waren. Zweitens, vertrauensvolle Beziehungen zu Frankreich sollten hergestellt werden. Doesn't think that this really is very important for them. Ich werde dann, Milord, darf ich vielleicht ganz allgemein erklären, dass die Ereignisse aus dem Jahr 32, innen- und außenpolitische Ereignisse, den Schlüssel bilden für die Beurteilung des Wachsens der NSDAP, die ja schließlich zum 30. Januar 1933 geführt hat. Wenn wir verschiedene Fragen hier behandeln, werden wir dann bei der Erörterung der Verhältnisse im Jahre 1933 darauf zurückkommen können. Ich glaube, dann werden wir Zeit ersparen. Ich bitte deswegen doch in etwas größerem Umfang auch die Erörterung dieser Zeit zuzulassen. Ich werde es so kurz als möglich machen, Herr Präsident. Isn't that what you were suggesting, that you should go on to 1933 and then possibly come back to 1932 if it's necessary? Nein, das hatte ich nicht vorgeschlagen. Ich sagte, dass die Erörterung der Verhältnisse des Jahres 32 den Schlüssel für das Anwachsen der NSDAP und die Regierungsbildung Hitlers ist. The defendant has been discussing the conditions in 1932 for a long time now. Surely we can get on to something which has got something to do with the National Socialist Party now. Darauf komme ich sofort, Herr Präsident, jetzt. Ich wollte nur sagen, dass ich in Lausanne alle diese Themen angeschnitten habe und mich bemüht habe, ein Verständnis für die innere Lage Deutschlands dort zu finden. Ich habe mit dem französischen Ministerpräsidenten Herriot verhandelt über die Streichung dieses berühmten Paragraphen. Ich habe über einen Konsultativpakt mit ihm verhandelt. Und daraus ist alles nichts geworden, aus Gründen, die ich nicht weiter erörtern will. Der Endeffekt der Konferenz von Lausanne war jedenfalls negativ, und zwar so, dass die Wahlen, die hinterher stattgefunden haben, wie war Ihr Standpunkt in der Rüstungsfrage, den Sie vertreten haben? Ich habe meinen Standpunkt in der Rüstungsfrage, der ja eine Rolle spielt, auch im Jahre 33, schon damals in Lausanne festgelegt, mit MacDonald
dem Premierminister und Monsieur Herriot besprochen. Ich habe später in einem Interview an Herriot diesen Standpunkt umrissen, sodass er festliegt. Das ist das Dokument 55. In diesem Dokument sage ich, es handelt sich nicht um die deutsche Aufrüstung, sondern um die Einlösung des Abrüstungsversprechens der anderen Mächte. Von deutscher Aufrüstung ist keine Rede, sondern nur von deutscher Gleichberechtigung und der gleichen Behandlung Deutschlands. Ich darf es mir schenken, dieses Dokument weiter zu zitieren. Es ist in den Händen des Gerichtes. Dokument 55. Ich überreiche dieses Dokument 55 als Exhibit 55 und nehme weiterhin Bezug auf das Dokument 1, das bereits überreicht ist, auf Seite 9, und Dokument 6, das ich als Exhibit 3 überreiche und auf Seite 22 verweise. Ich hatte am Abschluss der Lausanner Konferenz MacDonald und Herriot gesagt, sie müssen mir einen außenpolitischen Erfolg geben, denn meine Regierung ist die letzte bürgerliche Regierung in Deutschland. Nach mir werden nur die Extremisten von rechts und von links kommen. Aber man hat mir nicht geglaubt und ich bin mit einem halben Erfolge nur von Lausanne zurückgekommen. Obwohl ja Verhandlungen. Good time to break off. Ja. Take a break, Sergeant Gordon. Take a break. Sie hatten, Herr Zeuge, erklärt, dass das Ergebnis der Lausanner Konferenz nicht Ihren Erwartungen entsprochen hat. Warum haben Sie trotzdem Ihre Unterschrift unter den Vertrag von Lausanne gegeben? Einmal musste ich unterzeichnen, weil sonst die Konferenz aufgeflogen wäre und Deutschland vor einem wirtschaftlichen Vakuum gestanden hätte. Dann standen wir unmittelbar vor den Reichstagswahlen und ich musste versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Ich überreiche zu dieser Frage Dokument Nummer 7 als Papen-Exhibit Nummer 4. Es handelt sich um eine Erklärung Papens in der Trierischen Landeszeitung vom 12. Juli 1932 zu Lausanne. Ich gestatte mir, einen kurzen Absatz aus dem Ende des Artikels zu verlesen. Papen sagt, aber ebenso wenig, wie wir mit einem einseitigen Akte die von früheren Regierungen seit 1918 abgegebenen Unterschriften auslöschen können. Ebenso wenig war dies mit den feierlichen Verpflichtungen möglich. Which is this document? Number 7, you say? Dokument 7, ja? Seite 23 im Dokumentenbuch 1.
you're submitting is number four. Exhibit number four. Ebenso wenig war dies mit den feierlichen Verpflichtungen möglich, die von den damals regierenden Parteien im Namen des deutschen Volkes eingegangen sind. Die heutige Regierung hatte einfach eine Lage zu liquidieren, die von allen früheren Regierungen seit der Unterschrift unter dem Versailler Vertrag geschaffen worden ist. Die Frage, ob diese Lage dadurch liquidiert werden kann, dass Deutschland die Gültigkeit seiner Unterschrift in Abrede stellt und sich damit gleichsam außerhalb der für Kultur- und Rechtsstaaten geltenden Normen stellt, muss ich mit einem glatten Nein beantworten. Ich gestatte mir, bei Erwähnung dieses Zitats darauf hinzuweisen, dass diese Stellungnahme bei der damaligen Situation, insbesondere gegenüber der Propaganda der NSDAP, besonders bemerkenswert ist. Am 18. Juli 1932 hat der Reichsinnenminister ein allgemeines Demonstrationsverbot erlassen, nachdem, wie Sie vorhin schon ausführten, am 16.06. das Uniformverbot für die Nationalsozialisten aufgehoben war. Welches waren die Gründe für das erneute Demonstrationsverbot? Die Voraussetzung, unter der Hindenburg das Uniformverbot der SA aufgehoben hat, hatten sich nicht erfüllt. Die Wahlversammlungen wurden immer radikaler. Und so entschloss ich mich, dem Reichspräsidenten ein Demonstrationsverbot vorzuschlagen. Zum Unterschiede von dem Uniformverbot umfasste dieses Demonstrationsverbot sämtliche Parteien gleichmäßig. Es verbot also nicht nur die SA, sondern auch die Kampfformationen der anderen Parteien. Ich komme jetzt zum 20. Juli 1932. Die Anklage nennt mit diesem Datum ihr Verhalten als ein Staatsstreich. Der Zeuge Severing hat zu diesem Punkt auch eingehende Ausführungen gemacht. Was war für Sie die Veranlassung zu Ihrem Vorgehen am 20. Juli 1932. Das Vorgehen war begründet durch die Notwendigkeit der Wiederherstellung geordneter Zustände. Ich hatte Mitteilungen erhalten über ein Zusammenwirken der Polizeiabteilung des preußischen Innenministeriums mit den Kommunisten. Die Lage der Reichsregierung in Berlin muss in diesem Fall insbesondere in Betracht gezogen werden. Und ich weiß nicht, ob das Hohe Gericht die staatsrechtliche Lage kennt. Die Reichsregierung in Berlin bildete nicht einen exterritorialen Bezirk,
etwa wie Washington D.C. sondern sie lag in der Polizeigewalt des preußischen Staates. Meine eigene Bewachung, die des Reichskanzlers, oblag der preußischen Polizei. Wenn also im preußischen Staatsministerium, im preußischen Polizeiministerium Kombinationen mit den Kommunisten geschlossen wurden, so betraf das die Sicherheit der Reichsregierung. Es handelte sich bei diesem Vorgehen gegen die preußische Regierung keineswegs um ein politisches Vorgehen gegen den Sozialismus an sich. Es ist auch keine Nazifizierung der republikanischen Polizei erfolgt, wie der Zeuge Severing es hier ausgesagt hat. Die Beamten wurden mit Ausnahme von einigen höheren Stellen völlig unverändert gelassen. Wie ich die Lage dort betrachtet habe, sage ich in einer Rundfunkrede am 20. Juli abends dem deutschen Volk: Das findet das Hohe Gericht in Dokument 1, Seite 4. Verzichte darauf, es zu verlesen. Ich verweise weiterhin auf das Dokument 2, das ich als Exhibit Nummer 5 überreiche. Ich verweise insoweit auf Seite 15, in dem der Zeuge von Papen sich im Rundfunk über die Notwendigkeit der Maßnahme auslässt. Ist Ihr Einschreiten am 20. Juli vor dem höchsten deutschen Gerichtshof, dem Staatsgerichtshof, verhandelt worden und zur Entscheidung gekommen? Ja, das preußische Kabinett hat eine Klage gegen die Reichsregierung bei dem Reichsgericht in Leipzig erhoben. Dort ist die Sache ordnungsmäßig verhandelt worden und zu einem Urteil gekommen. Und dieses Urteil hat das Vorgehen des Reichspräsidenten durchaus bestätigt. Es ist also unmöglich, dass die Anklage dieses Vorgehen mit einem Putsch bezeichnet. Ich verweise auf Dokument 8, das ich als Exhibit Nummer 6 überreiche. Es ist ein Auszug. Bitte um Verzeihung. Dr. Kubitschek, is it necessary for you to give the documents exhibit numbers different from the document numbers? You see, it becomes a little bit confusing. Each one of these documents has got at the head of it document 1, 2, 3 and so forth. And they follow each other. Ich will der Anregung des Gerichts gern Folge leisten und die gleichen Nummern behalten. Es würde also dieses Dokument 5 auch die Exhibit Nummer 5 tragen. Well, I think ja. That would be much less confusing, I think, if you could. Ja, sehr wohl. Yes. Diese Exhibit Nummer 5 ist ein Auszug aus dem Urteil des Staatsgerichtshofes vom 25.10.32. Auf Seite 19. Am Anfang ist die Urteilsformel enthalten, in der zum Ausdruck kommt, dass die Verordnung des Reichspräsidenten vom 20. Juli rechtmäßig ist. Document number 8 will be exhibit number 8, won't it? Jawohl. Yes. Ja, dieses ist Nummer 5. Es ist wohl ein Missverständnis, wenn ich 8 gesagt habe. Number 5.
Oh, five. Fünf. Yes, I see. Well, it's quite clear, anyhow, that the exhibit numbers will be the same as the document numbers. Jawohl. On document number five, exhibit number five. Number right. Yeah. Wie hat sich die preußische Regierung, insbesondere Ministerpräsident Braun, zu diesem Urteil des Reichsgerichts gestellt? Die preußische Regierung und der preußische Ministerpräsident haben das Urteil absolut anerkannt, was aus Besprechungen hervorgeht, die ich persönlich mit dem preußischen Ministerpräsidenten später im Oktober geführt habe. Ich werde über diese Stellungnahme der preußischen Regierung Dokument Nummer 86 überreichen. Es ist dies in dem dritten Bande meines Dokumentenbuches enthalten, das wegen technischer Schwierigkeiten heute noch nicht vollständig übersetzt ist und folgendes noch nicht vorgelegt werden kann. Herr Zeuge, am 29. Juli 32 haben Sie sich einem Pressevertreter der United Press gegenüber eingehend über die Rüstungsfrage ausgesprochen. Da dieses Thema ja von besonderer Bedeutung für Ihren Fall ist, bitte ich, sich hierüber auszulassen. Ich möchte meine Stellung zur Rüstungsfrage hier präzisieren, weil sie die gleiche ist, die ich während der Zeit meiner Vizekanzlerschaft in der Regierung Hitler eingenommen habe. Ich verweise auf Dokument 1, mein Interview an die United Press. Und ich zitiere aus dem Dokument 86. Das ist eine Rundfunkrede, die ich am 12. September gehalten habe. Dort sage ich, wir wollen die Abrüstung. Vielleicht könnten Sie, Herr Zeuge, in Stichworten kurz den Inhalt angeben. Ja. Wenn das Hohe Gericht sich überzeugen will von dem Dokument 86, dem Inhalt meiner Rede, dann wird es finden, dass ich dort für die Abrüstung und für den Frieden spreche. Und ich richte einen Appell an die Großmächte und sage ihnen, diesen Satz zitiere ich: In diesen Tagen unternimmt Deutschland einen gigantischen Versuch, durch Mobilisierung seiner letzten inneren Reserven Arbeit und soziale Befriedung zu schaffen. Das gibt uns ein Anrecht darauf, dass die führenden Staatsmänner der Großmächte nun auch ihrerseits den Entschluss fassen, der Vergiftung der außenpolitischen Beziehungen durch unhaltbare Verträge ein Ende zu setzen. Am 31. Juli 1932 fand eine Reichstagswahl statt. Ich gestatte mir zunächst, ein Schema zu überreichen, in dem ich die Wahlergebnisse der einzelnen Wahlen in den Jahren 1930 bis 1933 aufgeführt habe. Es ist dies das Exhibit Nummer 98, das ich hiermit überreiche. Aus den Zahlen
ergibt sich die innerpolitische Entwicklung Deutschlands. Herr Zeuge, wie war das Resultat und welches waren Ihre politischen Schlussfolgerungen aus diesem Resultat der Wahl? Am Vorabend der Wahl, am 31. Juli, habe ich zu den USA gesprochen. Und ich sagte, die Welt ist sich nicht bewusst, dass Deutschland vor einem Bürgerkriege steht. Sie hat uns in Lausanne nicht geholfen, unsere Schwierigkeiten zu überwinden. Und es ist unerträglich, dass es 14 Jahre nach dem Kriege noch keine Gleichberechtigung für uns gibt. Die Wahl des 30. Juli brachte mehr als eine Verdoppelung der Nazi-Stimmen. Von 6,4 Millionen auf 13,7 Millionen. ...230 Reichstagsmandate gegen 110. Die Schlussfolgerung aus diesem Wahlresultat keine Mehrheitsbildung möglich von der äußersten Rechten bis zur Sozialdemokratie ohne die NSDAP. Damit hatte die Partei eine parlamentarische Schlüsselstellung erreicht. Die Anklage schiebt das Anwachsen der Nazi-Stimmen auf die Aufhebung des Uniformverbotes. Das ist eine Erklärung, die wirklich allzu leicht wiegt. In der Tat war das Uniformverbot aufgehoben vom 16.06. bis 18.07. Ein Monat. Und bereits 2 Wochen vor der Wahl hatte ich erneut das Demonstrationsverbot erlassen. Der wahre Grund für das Anwachsen der Nazi-Stimmen ist die verzweifelte wirtschaftliche Lage Deutschlands und die Tatsache der allgemeinen Enttäuschung über die außenpolitischen Erfolge in Lausanne. Was war Ihre Schlussfolgerung nunmehr aus diesem Ergebnis? Die Schlussfolgerung war die gleiche Ansicht, die ich bereits vorher hatte. Am nächsten Tage gab ich der Associated Press ein Interview. Und durch dieses Interview sage ich es der ganzen Welt. Die Nationalsozialisten müssen an die Verantwortung herangezogen werden.
Und wenn das geschehen ist, müssen wir eine Verfassungsreform machen. Ich verweise hinsichtlich der historischen Tatsachen auf das bereits überreichte Exhibit Nummer 1, und zwar insoweit auf Seite 4, 5 und 6. Herr Zeuge, geben Sie dem Gericht einen kurzen Bericht über Ihre Verhandlungen mit Hitler. Als Ausfluss dieser meiner Auffassung hatte ich am 12. August eine lange Besprechung mit Hitler. Ich darlegte ihm die Notwendigkeit seiner Beteiligung. Und meine eigene Bereitschaft, als Kanzler zurückzutreten, in einigen Monaten, wenn die Zusammenarbeit sich als fruchtbar erweisen würde, und wenn Hindenburg Vertrauen zu Hitler gewonnen haben würde. Von den politischen Parteien hatten bekanntlich die Rechtsparteien mein Kabinett unterstützt. Das Zentrum war in Opposition. Jetzt, nach den Wahlen, will das Zentrum Hitler als Kanzler. Aber Hitler selbst will nicht der Chef einer Mehrheitsregierung werden. Die Richtigkeit dieser meiner Darlegung ergibt das Dokument 1, Seite 6, erster Absatz, letzte Zeile. Ich zitiere: Kaas, der Führer des Zentrums, fordert die Totallösung der Krise durch volle verantwortliche Einbeziehung der ehemaligen Opposition in die Reichsregierung. Ich biete Hitler an, als Vizekanzler in mein Kabinett einzutreten. Hitler lehnt ab. Am nächsten Tage verhandeln wir weiter in Gegenwart des Reichspräsidenten. Hitler stellt dem Reichspräsidenten die Forderung, mit seiner Bewegung in die Regierung einzutreten, aber nur unter der Bedingung, dass er selbst mit der Kanzlerschaft betreut wird. Es ergibt sich das aus Dokument Seite 6. Dokument Nummer 1, Seite 6. Der Reichspräsident glaubt nicht, dass er Hitler
die volle Gewalt übertragen solle und lehnt sein Ansinnen ab. Damit sind unsere Bemühungen um die Heranziehung des Nationalsozialismus in eine verantwortliche Regierungstätigkeit gescheitert. Hierüber hat Angeklagte von Papen sich auch in einer Rede in München ausgelassen, die im Dokumentenbuch Exhibit Nummer 1, Seite 10 und 11 erscheint. Nach dem Scheitern der Verhandlungen traten die Nationalsozialisten in schärfste Opposition gegen ihre Regierung. Hat dies an ihrem prinzipiellen Kurs irgendetwas geändert? Die oppositionelle Haltung der Nazi gegen meine Regierung hat an meinem prinzipiellen Kurse nichts geändert. Ich habe darüber ausführlich am 28. August in Münster gesprochen. Diese Rede ist enthalten in Dokument 7, Exhibit Nummer 7, Dokument 1. Exhibit Nummer 1, Seite 7. Ich verweise auf dieser Seite auch auf einen Bericht über ein Urteil des Sondergerichts in Beuthen. Dort ist das erste Todesurteil aufgrund der Terrorverordnung vom 9.8. gefällt worden. Diese Terrorverordnung, die die Anklage dem Angeklagten von Papen zur Last schreiben will, hat hier als ersten Ausfluss ein Todesurteil gegen 5 Nationalsozialisten gehabt. Am 4. September wurde von Ihnen eine Notverordnung zur Belebung der Wirtschaft erlassen. Da diese Notverordnung ein Kernstück Ihrer Regierungstätigkeit ist, bei der Lösung der Wirtschaftsfrage, bitte ich Sie, auf diese Notverordnung einzugehen. Ich habe über diese Notverordnung schon gesprochen und ausgeführt, dass sie ein Programm umfasste, in der Höhe von 2,2 Milliarden Reichsmark mit dem Ziele, 1,75 Millionen Arbeiter in den Arbeitsprozess einzuschalten. Wir haben diese gigantische Anstrengung gemacht, ohne einen Pfennig weiterer Auslandsverschuldung. Es war, wenn ich es mit diesen Worten kennzeichnen darf, die Anspannung unserer äußersten und letzten Kraftreserven. Der Erfolg hat sich bereits im ersten Monat gezeigt durch eine Abnahme von 123.000 Arbeitslosen. In einem Monat, meinten Sie? In einem Monat. Hat hierbei im Rahmen der allgemeinen Arbeitsbeschaffungsbestrebungen eine Wiederaufrüstung stattgefunden? Keineswegs. Diese meine Regierung hat keinen Pfennig für eine Aufrüstung ausgegeben. Die näheren Einzelheiten über diese Notverordnung
sind in Dokument 1, Seite 8 und 9 enthalten. Warum kam es am 12. September erneut zur Reichstagsauflösung? Was sagten Sie hierüber an diesem Abend in einer Rundfunkrede? Der neue Reichstag trat verfassungsmäßig zusammen. Meine Regierung konnte, wie ich dargelegt habe, eine Mehrheit nicht erzielen. Aber auch jede andere Regierungsbildung ohne Hitler war ausgeschlossen. Daher war meine Hoffnung sehr berechtigt, dass dieser Reichstag meiner Regierung eine Bewährungsfrist geben werde. Umso mehr, als ich ihm ein großes und entscheidendes Wirtschaftsprogramm vorgelegt hatte. Aber jetzt geschah etwas Unerwartetes und Unerhörtes. Was jetzt geschah, war sozusagen die Prostitution des deutschen Parlaments. Herr Göring, Präsident des Deutschen Reichstages, gibt der kommunistischen Abgeordneten Clara Zetkin das Wort zu einem maßlosen Angriff auf meine Regierung. Als ich, der verantwortliche Kanzler dieser Regierung, das Wort erbitte, um Rechenschaft abzugeben über das, was ich tun wollte, wird mir dieses Wort verweigert. Und der Reichstagspräsident lässt über ein Misstrauensvotum abstimmen, welches eingebracht worden war von den Kommunisten, den Sozialisten und den Nationalsozialisten. Die Tatsache dieses gemeinsamen Antrages dieser drei Parteien sollte eigentlich zeigen, was in Deutschland geschieht, wenn diese drei Parteien zusammen regieren. Und sollte zeigen, wie notwendig es war, dass ich versuchte, den Nationalsozialismus nicht nach links abzudrängen, sondern ihn an meine Regierung heranzuziehen. Ich war gezwungen, die Auflösungsorder des Reichstages auf den Tisch zu legen und mich zu entfernen. Für die historischen Vorgänge unterrichten Dokument 1, Seite 8 und das bereits angekündigte, aber noch nicht vorgelegte Dokument 86, Seite 192. Sie haben sich in einer Rede in München am 12. Oktober auch zur Frage der Verfassungsreform geäußert. Bitte schildern Sie kurz Ihre dort vorgetragenen Ansichten. Die Verfassungsreform
wie ich bereits erwähnte, war eines der dringlichsten Ziele meiner Regierung. Über Ihre Begründung äußere ich mich in dem Dokument, Seite 9. Diese Reform sollte umfassen eine Reform des Wahlrechts, um die Vielzahl der Parteien zu beenden, und sie sollte eine erste Kammer schaffen. Vor allen Dingen sollte sie der Regierung mehr Autorität und mehr Möglichkeit geben, zu regieren, als es die Weimarer Verfassung ermöglichte. Zur Erläuterung möchte ich bemerken, dass diese Verfassungsreform mit den damaligen Verhältnissen, die damaligen Verhältnisse abschaffen wollte, dass lediglich aufgrund des Artikels 48 auf dem Wege der Notverordnungen Regierungsmaßnahmen erlassen wurden. In welchem Ausmaß dies geschah, ergibt Dokument 4, das ein Auszug aus der großen Fülle der erlassenen Notverordnungen gibt. Herr Zeuge, am 6.11.32 fand die Reichstagswahl statt. Wie war die Wahlparole der Regierung und wie war Ihre Ansicht über das Resultat? Leider mussten wir wieder einmal wählen. Und das Programm meiner Regierung war dasselbe wie zuvor. Das heißt, der Versuch, eine neue Staatsführung herzustellen. Eine Staatsführung im Zusammenwirken eines arbeitsfähigen Parlaments mit einer autoritären Regierung. Ich habe mich in diesem Wahlaufruf vom 4. November an Hitler gewandt. Und habe ihm gesagt, es ist die Ausschließlichkeit Ihrer Bewegung, Ihre Forderung des Alles oder Nichts, die der Reichspräsident nicht anerkennen konnte und die zu seinem Entschluss vom 13. August geführt hat. Um was es heute geht, ist dieses. Nicht, ob dieser oder jener Parteiführer auf dem Kanzlerstuhle sitzt. Ob er Brüning, Hitler oder Papen heißt. Sondern es geht darum, dass wir uns zusammenfinden, um die Lebensgrundlagen des deutschen Volkes zu sichern. Ich erhoffte von dieser Reichstagswahl eine so starke Schwächung der Nationalsozialisten, gegen die ich ja im Kampfe stand, dass die Partei aus ihrer zentralen parlamentarischen Stellung herausgedrückt wurde. Wie war das Resultat? Dieses Resultat wurde nicht erreicht. Die Nationalsozialisten verloren 34 Sitze
aber es genügte nicht, um sie aus ihrer Schlüsselstellung herauszudrängen. Denn wiederum war eine Mehrheitsbildung im Deutschen Reichstage von Sozialisten bis zur äußersten Rechten nur möglich mit Hitler. Ohne ihn keine Mehrheit. Damit wir in der Lage waren, verfassungsmäßig weiter zu regieren, leitete ich noch einmal Verhandlungen mit den Parteien und den Nationalsozialisten ein. Geben Sie bitte eine Darstellung über diese Verhandlungen. Diese Verhandlungen sind interessant und das Hohe Gericht muss sie kennen, wegen der Beurteilung des 30. Januar 1933. Zunächst habe ich versucht, die Lage mit den Parteien, die in Opposition zu meiner Regierung stehen, zu klären. Insbesondere mit Sozialdemokraten und Zentrum. Das Zentrum nimmt eine Stellung ein, die ablehnend ist. Es wünscht eine Mehrheit, Regierung mit Hitler. Aber Herr Hitler will nicht mit parlamentarischen Mehrheiten regieren. Aus dem Dokument 2, Seite 13, ergibt sich, wie die Stellung des Zentrums war. Nachdem also eine Mitwirkung Hitlers zu einer Mehrheitsregierung ausgeschlossen war, wende ich mich erneut an Hitler, um ihn zu fragen, ob er jetzt bereit sei, in meine Regierung einzutreten. Ich tue dies aus Verantwortung, um zu einem Resultat zu kommen überhaupt. Und daher schreibe ich ihm den Brief vom 13.11.32, Dokument D633, der von der Anklage vorgelegt worden ist, als ein würdeloses Dokument, weil ich mich nach allen meinen Misserfolgen noch einmal an Hitler wende. In diesem Briefe sage ich, ich würde es für eine Pflichtverletzung halten, wenn ich mich nicht trotz allem an Sie wenden würde. Und ich bin der Ansicht,
dass der Führer einer so großen Bewegung, deren Verdienst um Volk und Land ich trotz aller notwendigen Kritik stets anerkannt habe, dass dieser Führer sich dem verantwortlichen Staatsmann nicht zu einer Aussprache versagen sollte. Sie haben sich am 8. November dann nochmals an die Auslandspresse gewandt und sprachen dort zu außenpolitischen Fragen. Darf ich Sie einen Moment unterbrechen? Bitte. Ich möchte noch hinzufügen hier, bezüglich der Beurteilung dieses Briefes durch die Anklage, durch Mr. Barrington. Es ist doch in allen parlamentarischen Ländern Brauch, dass wenn der Chef einer Regierung sich an die Opposition wendet, um ihre Mitarbeit zu erhalten, er dem Oppositionsführer einen höflichen und freundlichen Brief schreibt, und dass er ihn nicht einen Esel nennt. Also ich weiß nicht, warum man diese Bemerkungen als eine Würdelosigkeit bezeichnet hat. Am 8. November wandten Sie sich an die Auslandspresse und sprachen über die Revision des Versailler Vertrages. Können Sie kurz Ihre damaligen Ausführungen erläutern? Ich erwähne diese Ansprache an die Vertreter der Auslandspresse nur deshalb, um dem Hohen Gericht die Häufigkeit meiner Appelle an das Ausland zu zeigen. Appelle an das Ausland, an die Siegermächte, zu einer moralischen Wiedergutmachung bereit zu sein. Denn dann, meine Herren, wären die radikalen Strömungen in Deutschland ganz von selbst abgeebbt. Die Rede vor der ausländischen Presse ist enthalten in Dokument 1, Seite 11 und 12. Welche Folgen hatte das Scheitern Ihrer Verhandlungen mit den Parteiführern? Das Scheitern meiner Verhandlungen mit den Parteiführern und mit Hitler führte zu meinem Rücktritt am 17. November. Ich wurde beauftragt, die Geschäfte der Regierung bis zur Neubildung weiterzuführen. Welche Anstrengungen sind nach dem Rücktritt Ihres Kabinetts durch den Herrn Reichspräsidenten hinsichtlich einer neuen Regierungsbildung gemacht worden? Mein Rücktritt gab dem Reichspräsidenten die Möglichkeit, nun von neuem den Versuch einer parlamentarischen Mehrheitsbildung zu unternehmen.
Er hat die Versuche sofort aufgenommen. Am 18.11. die Parteiführer von der Rechten bis zum Zentrum empfangen. Am 19. Hitler. Thema: Wie können wir eine parlamentarische Mehrheitsregierung bilden? Er erteilt Hitler den Auftrag, eine Mehrheitsregierung zu bilden. Also Hitler als Kanzler. Am 23.11. überreicht Göring die Antwort Hitlers an Hindenburg. Sie lautet: Hitler könne den Auftrag einer parlamentarischen Mehrheitsregierung nicht übernehmen. Am 24. empfängt Hindenburg den Monsignore Kaas, den Führer des Zentrums. Dieser stellt fest, dass Hitler nicht einmal den Versuch gemacht habe, festzustellen, ob eine Mehrheitsregierung zu bilden möglich sei. Aber Monsignore Kaas verspricht dem Reichspräsidenten, noch einmal zu versuchen, eine Mehrheitsregierung zu bilden. Am 25. meldet er Hindenburg, sein Versuch sei resultatlos geblieben. Der Führer der Nazi-Fraktion, damals Herr Frick, habe erklärt, die Partei sei an solchen Besprechungen nicht interessiert. Gesamtresultat: Bildung einer Mehrheitsregierung mit Hitler ist unmöglich. Ergaben sich andere Koalitionsmöglichkeiten? Waren etwa andere Koalitionsmöglichkeiten möglich? Ich sehe nicht, es war nur die Möglichkeit eines Präsidialkabinetts, wie ich sie geführt hatte, oder eine Mehrheitsregierungsbildung. Jawohl. Wegen dieser Verhandlungen verweise ich auf Dokument 2, Seite 14 und 15. Nachdem die Besprechungen des Reichspräsidenten mit den Parteiführern gescheitert waren, fand am 1. Dezember eine Aussprache bei dem Reichspräsidenten mit Ihnen und General von Schleicher statt. Diese Zusammenkunft ist besonders wichtig für die weitere politische Entwicklung und hat einen erheblichen historischen Charakter. Ich bitte Sie infolgedessen, auf diese Unterredung des Näheren einzugehen. Der Feldmarschall hat am 1. Dezember den General von Schleicher und mich zu einer Aussprache gebeten.
Ich bemerke, dass zwischen Herrn von Schleicher und mir zuvor keine Aussprache über die Möglichkeiten einer weiteren Regierungsbildung gepflogen wurde. Herr von Hindenburg bat uns um unsere Stellungnahme. Ich habe Folgendes ausgeführt. Der Versuch, die Nazi-Bewegung in die Präsidialregierung Hindenburgs einzuschalten, ist zweimal misslungen. Hitler ablehnt ebenso die Bildung einer Mehrheitsregierung. Auf der anderen Seite macht er die größte Opposition und bemüht sich, alle Verordnungen dieser meiner Regierung durch den Reichstag aufheben zu lassen. Wenn also keine Möglichkeit besteht, eine parlamentarische Regierung zu bilden oder Hitler an unserer Regierung, an einer Präsidialregierung zu beteiligen, ohne ihn zum Kanzler zu machen, dann ist ein Staatsnotstand entstanden, der außerordentliche Maßnahmen erfordert. Ich schlage vor, Beurlaubung des Parlaments für einige Monate. Sofortige Ausarbeitung einer Verfassungsreform. Zwecks späterer Vorlage dieser Verfassungsreform an den Reichstag oder eine Nationalversammlung. Dieser Vorschlag beinhaltet einen Verfassungsbruch. Ich betone, dass ich wisse, wie hoch der große Soldat und der Staatsmann die Heiligkeit des Eides halte. Aber meinem Gewissen gegenüber schiene ein Verfassungsbruch gerechtfertigt, durch die außerordentliche Lage. Denn für diese Lage sehe die deutsche Verfassung keine Heilmittel vor. Dann sprach Herr von Schleicher. Er sagte: Herr Feldmarschall, ich habe einen Plan, der es Ihnen erübrigt, den Eid auf die Verfassung zu brechen. Sofern Sie gewillt sind, mir, Schleicher, die Regierung anzuvertrauen. Ich hoffe, eine parlamentarische Mehrheit im Reichstag herzustellen, und zwar durch Spaltung der Nationalsozialistischen Partei. In der Diskussion
dieses Planes, sagte ich, es schien mir sehr zweifelhaft, ob eine Spaltung der Partei, die auf Hitler eingeschworen war, zu erreichen wäre. Und ich erinnerte den Feldmarschall daran, dass er sich von schwachen parlamentarischen Mehrheiten freimachen solle durch eine grundlegende Reform . Diese Vorsätze würden über Bord geworfen durch die Lösung Schleicher. Die Lösung Schleicher sei ein Provisorium und ein sehr zweifelhaftes Provisorium. Wie war die Entscheidung des Reichspräsidenten? Die Entscheidung des Feldmarschalls war vielleicht die schwierigste seines langen Lebens. Ohne weitere Begründung hat er mir gesagt, ich entscheide mich für die Lösung des Herrn von Papen. Und ich ersuche Sie, sofort Besprechungen aufzunehmen, um eine Regierung zu bilden, der ich den in Ihrem Vorschlag enthaltenen Auftrag erteilen kann. Die Besprechung war beendet. Was tat er von Schleicher nunmehr? Ich habe mit Herrn von Schleicher nur einige wenige Worte gewechselt und habe versucht, ihn zu bewegen, sich zu der vom Reichspräsidenten getroffenen Entscheidung zu bekennen. Herr von Schleicher sagte nein. Alsdann schritt ich am selben Abend zu Besprechungen über die neue Regierungsbildung mit mehreren der Minister. Diese Minister sagten mir, der Plan ist ausgezeichnet, aber Herr von Schleicher hat uns gesagt, es gibt Bürgerkrieg. Und wenn es Bürgerkrieg gibt, ist die Reichswehr nicht in der Lage, den Frieden im Lande aufrechtzuerhalten. Ich unterbreche die Besprechungen. Versammle das Kabinett am nächsten Morgen. Trage dem Kabinett die Lage vor und die Entscheidung Hindenburgs. Und ich bitte Herrn von Schleicher, jetzt dem Kabinett zu sagen, warum er glaubt, dass es Bürgerkrieg gibt. Und warum die Reichswehr nicht in der Lage ist, die Ordnung im Lande aufrechtzuerhalten. Herr von Schleicher lässt einen seiner Generalstabsoffiziere kommen , der dem Kabinett erklärt, man habe diesen Fall praktisch theoretisch erwogen und es habe sich herausgestellt,
dass Reichswehr und Polizei nicht in der Lage seien, die Ordnung im Lande aufrechtzuerhalten. Ich sage den Herren, das ist eine neue Lage, die ich dem Reichspräsidenten vortragen muss. Ich begebe mich zu Hindenburg und erstatte ihm Bericht. Herr von Hindenburg, tief bewegt durch diese Aussprache, sagt zu mir, ich bin ein alter Mann und ich kann keinen Bürgerkrieg in meinem Lande in irgendeiner Form entgegensehen. Wenn Herr von Schleicher dieser Ansicht ist, dann muss ich, so leid es mir tut, den Auftrag zurücknehmen, den ich Ihnen gestern Abend erteilt habe. Damit wurde Herr von Schleicher zum Kanzler ernannt, unter den Voraussetzungen, die er in dieser Besprechung dem Reichspräsidenten dargelegt hat. Hat Herr von Schleicher Ihnen den Posten eines Botschafters in Paris nunmehr angeboten? Herr von Schleicher, der mein Interesse für die deutsch-französischen Beziehungen seit langem kannte, fragte mich, ob ich Botschafter in Paris werden wolle. Es hätte das meinen Neigungen durchaus entsprochen, aber der Reichspräsident erhob Einspruch und... Dr. Kubitschek, the tribunal thinks that this is going in far too great detail into all this, all of which is known to history practically, and most of which we've heard before. Wir gehen jetzt auf das Jahr 1933 über. Am 4. Januar fand eine Besprechung zwischen Hitler und Ihnen beim Bankier Schröder in Köln statt. Die Anklage stellt diese Unterredung dar als den eigentlichen Beginn ihrer gemeinsamen Verschwörung. Geben Sie bitte dem Gericht eine nähere Darstellung über das Zustandekommen dieser Besprechung. Befand mich... Dr. Kubitschek, we've been hearing for the whole of the afternoon the background of the conference. Surely we can hear the conference now. Es wird dem Angeklagten zum Vorwurf gemacht, dass er, der Promotor, der angeblich am 4. Februar beginnenden Verhandlungen zur Gründung der am 30. Januar gebildeten Reichsregierung gewesen sei. Die Rolle, die Papen dabei gespielt hat, ist von entscheidender Bedeutung. Deswegen halte ich es doch wohl für erforderlich, dass er sich in Kürze über den Hintergrund dieser Unterredung... The negotiations didn't start on the 4th of January. The defendant told us earlier about a couple of hours ago that they started on the 12th of August 1932. Now, this is new conference. Well, I know, but the negotiations started earlier than this. Ich darf vielleicht ganz kurz, Herr Präsident, sagen, worum es sich handelt. Diese Besprechung am 4. Januar, von der die Anklage behauptet, dass ich auf dieser Besprechung mich nun den Nationalsozialisten verschworen hätte,
war eine Besprechung, die auf Initiative von Hitler stattfand. In dieser Besprechung ist nichts gegen den Sturz der Regierung Schleicher gesprochen worden. Und es ist nichts gesprochen worden über die Bildung einer Regierung Hitler, wie sie am 30.01. nachher erfolgt ist. Wir haben uns lediglich unterhalten über die Notwendigkeit, dass Hitler sich entschließen müsse, sich verantwortlich zu beteiligen. Nicht als Kanzler, sondern mit seiner Partei. Und Milord, dass diese Besprechung nicht von mir aus inszeniert worden ist, ergibt sich ganz klar aus der Erklärung des Herrn von Schröder, in dessen Hause die Besprechung stattgefunden hat. Es ergibt sich dies aus Dokument 9, Seite 26. Es wird Ihnen als Zeuge zum Vorwurf gemacht, dass in dieser Verhandlung von Ihnen Pläne zum Sturze des Kabinetts Schleicher erörtert worden wären. Haben Sie diese Unterredung Herrn von Schleicher vorenthalten? Im Gegenteil. Ich habe unmittelbar nach dieser Besprechung in Köln Herrn von Schleicher einen Brief geschrieben, der am nächsten Morgen in seinen Händen sein musste. Haben Sie ihn? Und nach Berlin zurückgekehrt, habe ich mich sofort zu Herrn von Schleicher begeben und ihm erklärt, was in dieser Verhandlung besprochen wurde. Daraufhin hat Herr von Schleicher ein offizielles Kommuniqué veranlasst. Das Dokument Nr. 9. 9a. Oh, 9a. Ich überreiche das Dokument 9a. Darin heißt es, die Aussprache ergab die völlige Haltlosigkeit der in der Presse aus dieser Begegnung gefolgerten Behauptungen, über Gegensätzlichkeiten zwischen dem Reichskanzler Schleicher und Herrn von Papen. Haben Sie sodann, also in der Zeit vom 9. bis 22. Januar, an irgendwelchen politischen Gesprächen über eine neue Regierungsbildung sich beteiligt? Nein. Zwischen dem 9. und 22. Januar habe ich mich an keinen politischen Gesprächen über die Regierungsbildung beteiligt. Geben Sie bitte summarisch und in Stichworten die politische Entwicklung vom 10. bis zum 21. Januar wieder. Die Anklage behauptet, dass nun in der Zwischenzeit zwischen dem 9. und dem 30. Januar ich der Hauptakteur gewesen sei, um die Regierung Hitler vom 30.01. zu bilden.
Es ergibt sich aus einer chronologischen Darstellung der Tage zwischen dem 11. und dem 30. Wie völlig falsch diese Behauptung der Anklage ist. Ich werde deswegen einige Daten hier nennen müssen. Januar. Hitler ist in Berlin. Er hat weder Schleicher noch Hugenberg noch Papen gesehen. Aber der Reichstag beschließt durch den Ältestenrat, wir müssen der Regierung Schleicher eine Bewährungsfrist geben. Am 13. Januar, Schleicher empfängt Hugenberg, den Chef der Rechten. Am 14. empfängt Hindenburg Hugenberg. Wir werden später sehen, dass an diesen beiden Tagen Hugenberg, der Führer der Rechten, mit Schleicher verhandelt hat über seinen Eintritt in das Kabinett. Nicht über eine Regierungsbildung mit Hitler. Dann finden am 15. Januar die berühmten Lippe-Wahlen statt. Die Lippe-Wahlen geben den Nationalsozialisten einen neuen Auftrieb. Am 20. Januar beschließt der Reichstag, der Ältestenrat, sein Zusammentreten vom 24. auf den 31. zu verschieben. Der Staatssekretär der Reichsregierung Schleicher erklärt dazu, die Reichsregierung beabsichtigt, die politische Lage schnellstens zu klären, aber an Mehrheitsfragen sei die Reichsregierung nicht interessiert. Daraus geht hervor, dass Herr von Schleicher eine Regierungsbildung durch Mehrheit nicht mehr in Betracht zieht. Wir können uns jetzt einmal von der allgemeinen politischen Entwicklung entfernen und auf Ihre persönliche Tätigkeit eingehen. If you're turning to another subject, we better adjourn. Hello, recording. Hello, recording. There's a break. There's a break. They're adjourning. Adjourning.